So, mein Name ist Maria Herzmann. Ich bin jetzt da in Tiefenbach in Deskirchen zu Hause. Wir betreiben hier eine Biolandwirtschaft und Wernitzschaft seit nunmehr 20 Jahren von einer 110 kV Freileitung bedroht. Dieses Projekt ist jetzt so weit gediegen, dass wir zwangsenteignet werden aufgrund der 110 kV Freileitung. Meine Frage an Herrn Magister Thomas Stelzer ist jetzt folgende. Wieso ist im 21. Jahrhundert hier in Mitteleuropa in einer Demokratie eine Enteignung von 75% der Grundeigentümer erlaubt, wobei sie 100% Genehmigung hätten von Grundeigentümer für eine Erdkabel, eine Verkabelung dieser Leitung. Für mich ist es nicht zum Verstehen, dass man eine Leitung, die was im EU-Standard ist, unter die Erde zu legen, in Freileitungsform drüber fahren muss und somit die Landschaft, die Umwelt belastet. Wir als Biobauern verstehen uns als Landschaftspfleger. Wir betreiben hier eine Biolandwirtschaft und pflegen unsere Landschaft in unberührter Natur. Und man fährt dann einfach mit einer 110 kV Freileitung drüber. Für mich ist das ein Machtmissbrauch von Herrn Magister Thomas Stelzer, der was hier der Bauherr dieses Projektes ist. Die Energie AG ist nur die Baufirma. Die Baufirma ist hier mafiosomäßigen unterwegs, um Unterschriften zu sammeln und hat trotzdem nur 25% der Unterschriften bekommen. Das sind Profis im Werk und trotzdem nicht mehr als 25% der Stimmen. Bitte, als Landeshauptmann eines Landes, finde ich, hat man die Pflicht, wenn 75% einer Demokratie nicht unterschreiben, das zu hinterfragen, warum sie nicht unterschreiben. Und abschließend sei vielleicht noch gesagt, dieses Projekt, das hier geplant ist, wird auch im Almtal und im Mühlviertel geplant und da sind die Leute genauso dagegen und das sind alles keine Trotteln und keine Deppen, sondern einfach Leute, die auf ihre Landwirtschaft, auf ihre Landschaft, auf ihre Umwelt Acht nehmen. Und das erwarte ich mir auch von einem Herrn Landeshauptmann.